meine lieben Jonathan-Harker-Freunde, hier ein kuscheliges, weiches Bett. Das ist schon die zweite Nacht, die ich darin genächtigt habe und es ist sehr angenehm. Von den Vampiren mal abgesehen, die so gelegentlich über den Hof schleichen oder durchs... Ich weiß nicht, guten Tag, Leute. Neue Aufnahmesession. Ich habe beim letzten Mal, haben wir ja dieses komische Rätsel hier gelöst. Ne? Und es ist mir beim Rendern, ist eine neue Aufnahmesession, ist mir aufgefallen, dass wir, wenn wir den Löwen anklicken und dann hier diesen komischen Steinbock oder wieder was immer das ist, sobald ich was anderes anklicke, verschwindet das wieder. Das heißt, wir hatten ja gedacht, dass das eventuell der... Was ist das, der Skorpion? Ist er, glaube ich, auch nicht. Das heißt, wir gehen jetzt einfach mal hier. Ich habe mir mal gedacht, das wäre der Skorpion, aber ich glaube, das ist der Krebs. Okay, dann testen wir jetzt einfach mal aus. Ich weiß es nicht ganz genau. Wir haben beim letzten Party Karten uns genau angeguckt. Wir gehen jetzt hier einmal rum. Wir nehmen jetzt mal hier der Reihe nach irgendwie die ganzen Sachen, den Löwen, den Dings. Und jetzt fangen wir da an, gehen einmal so rum. Das ist der Wassermann, das sind die Fische, ne? Das ist, glaube ich, der Stier, das sind die Zwillinge, wenn ich es richtig sehe. Wir nehmen mal den hier. Ich muss mich noch übrigens, nachdem ich mich jetzt von dem Schock erholt habe, dass es sofort geklappt hat auf Anhieb, entschuldigen für die letzten, sagen wir mal, für die Folge 2 bis 4. Da war der Sound, ich hatte mit Audacity irgendwas aufgenommen, hatte da mein Mikrofon runtergeregelt und habe vergessen, dass Audacity tatsächlich den gesamten Systemsound umändert. Ne? Und deswegen war mein Mikrofon doch sehr, sehr leise, weil es halt runtergeregelt war, ne? Und ich hoffe, ich habe das jetzt besser eingestellt. Ich habe es jetzt wieder hochgeballert und hier ist mein schönes Mikro und ich hoffe, das funktioniert jetzt so. Und wir haben jetzt irgendwie eine Tür aufgemacht. Ne? Wo haben wir denn die Tür aufgemacht? War das die Tür da? Wie gehen wir da so lang? Ich sag nicht, dass ich Angst habe. Das wisst ihr da. Ich bin ein Kerl, ne? Und überhaupt sowieso ein bisschen. War das hier? Wie gehen wir hier raus? Wo ist denn da jetzt die Tür aufgegangen, Freund? Da kommen wir, glaube ich, rein. Hier ist, also irgendwo ist eine geheime Tür aufgegangen. Irgendwo ist eine geheime Tür aufgegangen. Da kamen wir, glaube ich, nur wieder hin, wo das Rädchen war, was wir da betätigt haben. Okay, dann gucken wir jetzt mal. Ganz kurz mal schauen. Ich habe also länger nicht aufgenommen, was wir im Inventar haben. Okay, das ist Feuerzeug. Das ist irgendein Ring oder eine Brosche oder sowas. Keine Ahnung. Aber die gute Dorka oder Dorke, keine Ahnung, wie die heißt, die wollte ja irgendwie was anderes von uns haben. Irgendein Medaillon oder so, ne? Oh. Oh. Ja, der hat gesagt, der kümmert er sich später. Und was ist da, eine Hand? Wir haben schon wieder eine Hand. Das ist. Wir haben schon Mannys Arm genommen, Manny Calavera, und jetzt haben wir eine Hand. Aber was soll man denn mit der Hand, liebe Leute? Das war's. Okay, wir haben jetzt eine Hand. Kommen wir jetzt hier irgendwie raus oder rein? Oder? Ne, hier passiert gar nichts. Da geht's zurück. Da, hallo, irgendwas? Ne, na gut, okay. Dann gehen wir nochmal raus. Wir gucken nochmal, ob wir... Waren wir da eigentlich schon? Ganz kurz mal gucken. Oh. Oh. Okay, hier war die Waffenkammer. Hier kamen wir, glaube ich, wieder raus, ne? Oh Gott, ist das dunkel hier. Ah ja, das war das Französische. Je ne vais pas revenir en arrêté. Irgendwie können wir dann mal gucken, ob mit der Hand vielleicht was machen? Okay, geht nicht. Hm. Ja, komm, mach den Scheiß weg. Das muss man mal wegklicken. Das ist. Mit dem Drachen, das kann aber auch nicht klappen. Das ist. Genau. Revenir en arrêté. Gut, dann gehen wir mal hier lang. Da sind die ganzen Waffen, ne? Die könnten wir eigentlich ganz gut gebrauchen. Aber Jonathan nimmt ja nicht so wirklich Waffen mit, ne? Okay, dann müssen wir mal schauen, wie wir jetzt hier wieder rauskommen. Da ging es nicht raus, das haben wir getestet. Da waren wir schon, da hat er nur die Hand mitgenommen, ne? Okay, dann müssen wir wahrscheinlich wieder hoch, vermute ich mal, Freunde, ne? Also, So, warte mal. Kamen wir hier noch? Ich muss mal, weil jetzt habe ich länger nicht aufgenommen. Ganz kurz mal schauen, ob wir da noch irgendwo reinkommen. Aber ich glaube, das war... Na, komm mal da rein. Moment, guck mal. Wo kamen wir denn da nochmal hin?
Da geht's runter. Okay. Schöne Tür. Schöne Tür. Brave Tür. Gute Tür. Wo kommen wir denn da hin? Ah, okay. Da kommen wir wieder raus. Gut. Dann gehen wir jetzt nochmal zu unserer Herzallerliebsten. Wo war die? War die hier? Ich glaube, die war hier. Dann müssen wir, glaube ich, runter. Ne? Runter, runter. Da steht sie. Ich will nicht sagen, dass sie mir unheimlich ist, aber sie ist mir auf jeden Fall unheimlich, liebe Leute. Das könnt ihr mir glauben. So, pass mal auf, den Quatsch mal nochmal. Vielleicht kannst du ja mit dem Arm was anfangen. Wir haben Manny Calaveras wieder gefunden. Den finden wir hier in Teile, liebe Leute, ne? Nee, da ist nix. Okay, da kommen wir auch nicht weiter. Irgendwie, da müssen wir einfach nur noch hoch. Wir können aber nochmal hochgehen. Hoch kann man, glaube ich, dann da. Vielleicht hat sich da ja irgendwas geöffnet. Ich weiß es zwar nicht. Da kamen wir gar nicht mehr hin, irgendwie, ne? Hier, ich meine, hier wird auch noch irgendwas passieren. Ich weiß es zwar nicht mehr ganz genau, aber hier kommen wir auch nicht mehr hin. Wir können nichts machen. Hier draußen irgendwas geöffnet, meine Leute. Das ist schon gruselig, ne? Das ist auf jeden Fall ein schönes Schloss. Das war wieder mein Doppelklickfinger. Aber schon ein Gräber, okay. Oh, konnten wir denn damals auch schon hier weitergehen? Ich will mir das Ding aber nicht angucken. Guck mal. Säuselt der Wind? Okay, wie kommt man mal hier? Dann gehen wir hier nochmal hin. Ne, ist der kackende Hund, ne? Das wissen wir schon, das haben wir schon mitgekriegt, ne? Gehen wir mal beim kackenden Hund, ne? Gut, ich glaube, ein Hund hat, ne, den Schwanz eher woanders, wenn er ankacken ist, deswegen, ne, vermute ich mal, der ist was am Abwellen da, ne? Okay. Okay, da geht es nur zu unserem Herzblatt. Dann gehen wir nochmal rein. Wir müssen ja irgendwas. Ja, gutes Hündchen. Braves Hündchen. Mhm. Gut, dann müssen wir gucken, dass wir hier kommen wir ja ran, theoretisch, ne? Theoretisch. Praktisch auch. Okay, dann ist ein dunkler Gang. Wunderbare dunkle Gang. Hier kommen wir nur nach oben. Und da kommen wir auch nicht weiter. Gut, dann müssen wir. Da kommen wir hier doch weiter. Jetzt müssen wir mal schauen. Wo kam man denn nochmal her? Da oben. Dieser Schatten sieht mir sehr. Hier waren wir noch nicht drin, Freunde. Waren wir hier schon mal drin? Ich bin ehrlich, ich weiß gar nicht, waren wir hier drin? Jetzt zum Regal. Okay, wir gehen erstmal zum Regal, dass das runde Ding. Etwas fehlt. Ja, können wir da vielleicht dieses komische Medaillon, was wir da gefunden haben, einsetzen? Das hier? Oh. Aber wofür? Wofür? Haben wir das noch jetzt im Inventar oder ist das jetzt. Das ist weg. Mhm. Okay, gehen wir hier mal gucken. Da liegt ein umgekipptes Glas. Ist das Blut? Ich denke mal, Rotwein werden die hier nicht trinken. Die werden wahrscheinlich schon andere rote Gelüste haben. Ah. Sieht nach einem Ring aus. Vielleicht kann ich da den Drachen Dings der Bums da rein. Das probieren wir mal. Ah. Okay. 25, 40. Ist das richtig? Die Koordinaten. Ah, okay. Wo immer wir die für brauchen. Also 40 Nord und 25 East ist das, glaube ich, ne?
Also bitte merken die Leute, ihr wisst, ich habe ein gutes Gedächtnis, aber das ist nicht so brillant, dass ich mir diese zwei Zahlen blind merken könnte. Haben wir denn den jetzt im Inventar? Ja, den, gut, den haben wir. Gut, können wir da sonst noch irgendwas? Das ist Blutglas. Was war das? 40, 25? Ich habe es schon fast wieder vergessen. Gut, dann gehen wir mal hier hin. Da ist wieder ein Bild von Dracula. Ist das ein Altar? Da oben ist noch so eine schöne Glitzerkugel. Dann gucken wir uns mal. Ah, da können wir was machen. Das sieht aus wie eine Gitarre. Da brauchen wir vielleicht einen Schlüssel gefunden. Das sieht aus. Versuch mal Mannys Hand. Geht nicht, okay. Das sieht aus, als bräuchten wir dafür einen Schlüssel. Das sieht irgendwie ein Schlüssel aus, aber das kann man irgendwie nicht abnehmen. Das ist. Okay, da müssen wir wahrscheinlich noch irgendwas mit machen, liebe Leute. Was hier? Böse Dracula. Oh, das ist eine Leiter, cool. Okay. Kommen wir hier hoch. Falls Sie diesen Brief lesen sollten, sind Sie weitergekommen, als ich geglaubt hätte. Doch das ändert nichts an dem Los, das Sie erwartet. Sobald es Nacht wird, werden meines Trügen Sie mitleidlos vernichten. Ihr Schicksal ist besiegelt. Mina ist hier im Schloss. Doch machen Sie sich nichts vor, Sie werden sie nie wiedersehen. Welch grausames Gefühl der Ohnmacht. Sie ist so nah und Sie können nichts tun. Welche Heldentaten haben Sie vollbracht und nun scheitern Sie so kurz vor dem Ziel. Sie wissen nun, was es bedeutet, sich mit mir anzulegen. Ich muss Sie leider verlassen. Eine wichtige Angelegenheit wartet in London auf mich. Ich fürchte, wir werden uns nicht wiedersehen. Nehmen Sie die letzten Augenblicke Ihres Lebens wahr. Es sind sicher die kostbarsten Ihrer kurzen Existenz. Graf Dracula. Graf Dracula. Okay, er ist nach London? Was immer der in London will. Ich meine, gut, London ist viel Blut wahrscheinlich für ihn, ne? Aber Mina ist hier im Schloss und wir haben es da mit den drei Gespielinnen zu tun, die... Können wir was machen? Oh. Was ist das? Ah. Oh. Das ist eine ganz schön kranke Scheiße hier. Das ist. Da haben wir, glaube ich, schon was gemacht. Und da haben wir, glaube ich, hier das Buch verschoben oder so. Oder das ist. Ja, da haben wir. Okay, da haben wir nichts mehr. Die Hand. Halt eine Hand, ne? Das kommt vor. In so einen Schlössern findet man gelegentlich auch schon mal ein paar Hände. Waren wir hier schon? Moment, gibt es den denn hier noch? Es gibt nichts. Wie war das? 40, 25? Ich hab's irgendwie vergessen. So, jetzt hat sich das Ding hier geöffnet. Da gucken wir mal so eine ganze Ruhe an hier. Moment, Freunde, das ist. Okay, was ist. Das ist eine Dame? Oh. Ich werde mit. Ach, Dorko. Die Dame heißt Dorko, nicht Dorka. Jetzt wissen wir es. Wir werden mit Dorko darüber sprechen. Für mich bleibt es mein Baby, ganz einfach. Das, doch, pass mal auf hier einen Brief. Das Wappen, ist das vielleicht das, was sie braucht, diese Medaille? Sie wollte eine Medaille oder was von uns? Ich habe noch nichts von Aufhören gesagt. Hallo, ich will da nochmal hin. Ich habe nichts gesagt von Aufhören. Das ist auf jeden Fall ein schöner Schlüssel. Der könnte vielleicht in die Uhr passen. Gucken wir mal. Das ist ein Kreuz. Das. So übrigens ist das... das Inventar im Originalspiel aufgebaut. Also ist hier, ne, habe ich ja schon mal erwähnt, ein bisschen anders, aber ja nun. Aber jetzt will ich dir nochmal gucken, das ist.
Das scheint Dracula, das ist wahrscheinlich sein Stammbaum, ne? Hier oben so ein kleines grünes Männchen, das ist wahrscheinlich ein Alien gewesen, ne? Ein Reptiloid, man weiß es ja nicht, ne? Hier gehen die durch. Der sieht ein bisschen aus wie Wolfgang Amadeus Mozart, okay. Hier Dracula, dann da. Der sieht ein bisschen aus wie Ludwig der 14. Was kann ich hiermit machen? Kann ich hier irgendwas ich glaube, ich kann nichts verwenden, oder? Moment. Das sah doch ein bisschen rund aus. Kann man das irgendwie, ne? Nee. Dit andere vielleicht hier. Dit. Das will bestimmt Dorka haben. Ne, Dorko heißt sie ja, ne? Alright. Okay, ich will mal ganz kurz, ob der Schlüssel in die Uhr passt. Das will ich mal ganz kurz eruieren, liebe Leute. Schlüssel. Der sieht schön aus, der Schlüssel. Können wir den eventuell. Moment, erstmal anstecken. Haben wir den? Die haben wir noch aktiv. Was haben wir denn sonst noch, Freunde? Ihr hört mich ein wenig brummig. Und irgendwie ist die Zeit jetzt schon wieder rum. Schaut euch nochmal den Fürsten der Finsternis an. Dracul. Sohn des Drachen Dracula. Das gucken wir uns dann alles beim nächsten Mal, in der nächsten Folge. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen und verbleibt wie gehabt in diesem Sinne ab in die Rinne, Freunde. Ich find's hier doch recht finster.